Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Berseria. So, wir wollen jetzt erstmal schauen. Die Expedition ist zurück. Zweimal gewonnen. Immerhin. Thunfisch und Sojasauce haben wir bekommen. Piraten-Frischfischplatte. Oh, ist das cool. Die Scheiben aus rohem Fisch auf dieser Platte gleichen Wellen im tosenden Meer. Oh mein Gott, das will ich auch. Scout-Ship setting sail. Ja, ich würde sagen, wir können ja jetzt das Schiff immer mal wieder rausschicken. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, was wir machen müssen. Ich würde jetzt einfach mal nach da unten gehen. Der Weg scheint offen. So. Ich denke jetzt einfach mal, dass wir dahin müssen. Wir testen es einfach mal aus. Moment. Mir wurde gesagt, ich hätte eine Kiste vergessen bei den Typen, die sich über die Krabben unterhalten haben. Und das stimmt, da steht ja noch eine. Ist das drin? Ah, so eine Denore-Flasche, mit der ich mich zurückporten kann. Okay. Das wird uns mit Sicherheit irgendwann mal noch wirklich nützlich sein. Auch wenn es diese Portpunkte ja wohl auch relativ regelmäßig gibt, wurde uns ja erklärt im Spiel. So. Da wollen wir doch mal gucken. Wenn ihr jetzt übrigens gerade einen Windows-Sound gehört habt, dann lag das daran, dass mir Windows meinte, jetzt just in diesem... Sir, Scouts have reported seeing a powerful demon. Its danger level has been classified as Code Red. Understood. I'll notify the Abbey we have a Code Red demon in our midst. Send out an emergency alert to the neighboring areas. Right! With wild demons this close to the capital, the Abbey must have had its hands full. Aizen, what did he mean by a Code Red demon? It's like a most wanted list for demons. From the latest I've heard, there's around 10 such demons across the territories. Oh, they sound pretty tough. That would be putting it lightly. Suffice it to say, you wouldn't want to face one unprepared. Then we'd best be prepared. Let's get going. While we're wasting time here, the Abbey is digging in. Ich wollte sagen, dass Windows mich darüber informiert hat, dass es ein Java-Update gibt. So, Dämonen, die von der Abtei als Alarmstufe Rot bezeichnet werden, streifen durch alle Gebiete. Dämonen der Alarmstufe Rot sind außergewöhnlich stark. Du solltest sie nur angreifen, wenn du ausreichend vorbereitet bist. Okay. You said you heard about Ifrit on the prison island, right? I heard an exorcist legate named Melchior took him away. I don't know anything beyond that. Neither do I. What about you, Mogilu? Word is he was taken away about a year ago. Caused quite a stir, if I remember right. Everything about him was kept a tight secret. No one even knew what cell he was in. Ifrit is an ordinary human, right? Yeah. He doesn't have the abilities of an exorcist. And he isn't a demon either. Weird. I mean, if they were just trying to bust up his gang, why capture him but leave the crew free? If not his gang, what business does the Abbey have with him then? We've cast our nets wide and can't come up with any explanation. We'll free him though. His place is on the sea with us. And you're convinced he's still alive? They wouldn't have any problems killing a pirate who caused them trouble. If the Abbey took him alive and for questioning, it means he has something they really want. But he isn't the type to change his ways or bend his knee on anyone's orders. He holds his own tiller. Precisely. Okay. Ich bin gespannt, ob wir Ifrit mal noch irgendwie zu Gesicht bekommen. Jetzt haben wir schon wieder ein Gespräch hier. Why did you come back to us? I could tell you all missed me something awful. We didn't. At all. And what about your search for this traitor? He slipped away yet again. I've no clue where he ran off to. You're a witch. Can't you use a spell or something? My spellcraft works kind of like a three-legged race. It simply requires my backstabbing, slippery accomplice. Like a con artist needs an accomplice. I am not a con artist! I'm not going to help you find your traitor, you know. How cold! Such an icy stare could freeze fire! And you don't have anyone else? Well, no. Do you have a home to return to? Nope. Do you know a trade other than magic? Nope. What is it, Lafayette? Mogilu's story made my chest feel funny. And my nose is runny. The witch has no friends, no home, and no purpose. I think what you're feeling is pity. Pity?
It's when you feel sorrow for someone else. I pity Mogilu. Oh, come on! Ah, okay, mit dem hier können wir noch quatschen. Midgard ist das Zentrum des Reichs. Es ist der Sitz der Abtei und ihrer obersten Offiziere. Dort werden die Regeln nicht so lasch gehandhabt wie auf dem Land, also seid vorsichtig. Okay, ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal raus. Wow, das ist ja schön. Begegnungen und Kämpfe. Wenn du einen Kampf initiierst, indem du mit einem Gegner auf dem Schlachtfeld von hinten Kontakt aufnimmst, beginnst du einen vorteilhaften Kampf, bei dem du eine zusätzliche Seele hast und deine Gegner weniger KP. Ach, das ist natürlich ein netter Tipp. Doch wenn der Gegner sich dich von hinten angreift, bist du gezwungen, einen Kampf mit Angriff von hinten zu führen, den du mit einer Seele weniger beginnst. Also kann quasi der Gegner dasselbe mit mir machen. Okay. Trittst du mit zwei oder mehr Gegnern gleichzeitig auf dem Schlachtfeld in Kontakt, wird eine Risikobegegnung mit folgenden Effekten initiiert. Gegnerlevel steigen, KP-Wiederherstellung wird auf ein Viertel verringert. Fliehen dauert viermal so lang. Der Gegner erhält Verstärkung im Kampf, Gegner greifen häufiger an. Obwohl diese Kämpfe riskant sein können, bieten sie höhere Objektbeuteraten und mehr Rang. Okay. Very well. Onward to Logris. Wait, you're coming too. Velvet hört sich nicht begeistert an. Ach schön, es ist aber herrlich hier, wie das aussieht. Das ist ja richtig schön. Wow. Wenn man mal bedenkt, dass das Spiel ja eigentlich eine recht dunkle, traurige Geschichte hat bislang. Ist so ein Kalzitweste, okay? Ist so eine Gegend hier echt mal herzerwärmend anders. Sehr cool. Wir greifen von vorne an. Ja. Ich müsste den betäuben. Das kann ich mit Y und mit X machen. Das sind meine Angriffe, die betäuben. Aha, jetzt habe ich wieder ein KP mehr. So. Mach mal die mal fertig. Könnte ich nicht... Wow, er hat gerade seine Special-Fähigkeit aktiviert. Kampfstiefel mit 5 Fokus. Okay. Zu Beginn eines jeden Kampfes erlangt jeder Charakter eine bestimmte Menge SA wieder. Diese basiert auf der Gesamtzahl an Sternen, die durch wiederholten Arte-Gebrauch erworben wurden. Und zwar bei allen Artes eines Charakters. Dies ist ein Anreiz, jedes verfügbare Arte zu nutzen. Indem du alle Artes eines Charakters beherrschen lernst, kannst du bei jedem Kampf mindestens eine SA wiederherstellen. Vorteilhafte Kämpfe verdoppeln die SA-Wiederherstellung, während Kämpfe mit Angriff von hinten sie zunichte machen. Okay. Das sind alles so Sachen, die ich mir am besten eigentlich vor der nächsten Folge nochmal in Ruhe durchlesen müsste. Ich will mal sowas tatsächlich immer eher bei diesen Kämpfen kriege ich das irgendwie mal nicht so schnell auf die Reihe, wie ich gerne würde. So, wenn ich jetzt hier gegen mehrere kämpfe, sollte ich doch eigentlich recht fix auch meine SG wieder herbekommen. Wieder zurückbekommen. So. Jawohl. Ah, das ist so cool, dass Lafis hat uns heilt. Bam. Okay, also diese Fähigkeiten scheinen automatisch relativ häufig verwendet zu werden. Ich könnte sie jetzt auch verwenden. Yeah. Aber eigentlich brauchen wir das jetzt noch gar nicht so wirklich. So, hier auf dem Weg sind die meisten Katzgeister versteckt. Hier hinten ist aber auch noch was. Haben wir jetzt von vorne angegriffen oder nicht? Ich glaube nicht. Ich habe schon wieder keinen... Ah, jetzt geht's wieder rund hier. Jetzt geht's rund, flog die Meise. Sprach die Meise und flog in den Ventilator. Jetzt habe ich meinen eigenen Witz verkackt. Warum glüht der?
Ich bin mal gespannt, ob wir mit diesem Stufe Rot-Dämon noch irgendwie in Kontakt kommen. Da bin ich echt mal gespannt. So. Diese Folge wird jetzt wohl mal wirklich ein bisschen eine Folge, wo wir ein bisschen mehr kämpfen. Denn hier sind wirklich recht viele Dämonen unterwegs. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt so schlecht, weil ich muss mich ja mal langsam hier in meinem Level ein bisschen weiter bewegen und verbessern. Natürlich könnte ich hierhin auch jederzeit zurückkehren, um noch Dämonen umzuklatschen. Aber wenn ich da sowieso gegen kämpfen muss, um an die Katzgeister zu kommen, dann nehmen wir das natürlich auch gerne mit. Ich müsste auch mal wieder Sachen verwerten. Ich habe ja schon wieder so viel Krams bekommen, den ich überhaupt nicht mehr brauche, weil ich schon bessere Waffen habe und solche Sachen, dass ich da echt mal nachgucken müsste. Jetzt hat der uns von hinten angegriffen, ne? Trotzdem kann ich den jetzt echt gut Schaden machen. Aber ich habe keine SG mehr. Bleib stehen, ich will dich betäuben. Oh. Ich versuche es mal mit X. Ich bin halt echt so ein Spieler. Ich drücke die ganze Zeit quasi eine Taste. Das kommt mir in diesen Spielen absolut nicht zugute. Ich bin da sowas von unerfahren in sowas, in solchen Spielen. Aber das macht nichts. Irgendwann lernt man das schon. Gewöhnliches Papier mit Angriff, okay. Ich leg diese Sachen immer weiter, das müssen wir uns ja nicht immer anhören. Das ist ja eigentlich im Endeffekt immer dasselbe. So, wo kommen wir denn hier hin, wenn wir links rumgehen? Oder oben ist eine Truhe? Hier scheinen wir mal irgendwann wieder zurückzukommen. Weil das sieht jetzt gerade nicht so aus, als ob wir hier hochgehen könnten. Was haben wir hier? Kamille? Oh, die Musik ist schön. Aber es ist echt schön, hier mal wirklich so ein komplett anderes Gebiet zu haben. Das ist echt toll. Okay, gut, komm. Gehen wir mal wieder eben zurück. Da hinten ist eine Katzkiste. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Lalalalala. Was haben wir hier noch? Bronzeklumpen. 95. Ach du Schande. Ein Zylinder. Oh je, wollen wir uns den mal gerade angucken? Mode. Wollen wir den vielleicht irgendeinem von unseren Charakteren verpassen? Ihm vielleicht? Oh nee, das backt durch die Haare. Das ist blöd. Bei ihm dasselbe. Huch. Oh je, mine, mine. Nee, 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 entfernen, da. Und bei ihm sollte es wohl auch eher komisch aussehen. Nein, der Zylinder, der passt zumindest zu den aktuellen Charakteren, die wir dabei haben, passt der nicht so wirklich. So, ich merke schon, dass heute die Folge wieder ein klein wenig kürzer werden wird. Da die Kämpfe, so wie es scheint, relativ viel Festplattenplatz verbrauchen. Ist das da hinten Logres? Das könnte sein, ne? Das könnte sein, dass das Logres. Wow. Those walls, they're so huge. That's Logres, the capital of the Empire. They keep demons out by enclosing the city within a great wall. Humanity has achieved great things on the backs of slave Malakim. Why the surprise, Lafayette? You've been here before, right? I have. But back then, I was not who I am now. I see. Tethered Malakim aren't even allowed the freedom to observe their surroundings. We'll soon lose such freedom ourselves. Huh? We've reached the heart of the Empire and of the Abbey. Soldiers and exorcists are stationed all around. This is no place for a collection of villains like us. I'm not looking for a place. All I need to find is Artorias. That's it. Ja.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt tatsächlich, wie das nächste Aufeinandertreffen mit Artorias verläuft. Ja, wir sind jetzt in Logres angekommen, beziehungsweise wir sind kurz vor Logres. Ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich aber erstmal wieder für heute von euch. Und nächste Folge werden wir uns das Ganze dann mal näher anschauen. Mal gucken, ob wir ohne Probleme in die Stadt reinkommen. Also ihr Lieben, danke fürs Zuschauen heute und ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen dabei seid, wenn wir Logres in Angriff nehmen. Also dann, tschüss!